seid gegrüßt. Unsere Zahnpasta, unsere selbstgemachte, ist gerade alle und deshalb machen wir heute neue und ich zeige euch das. Ja. Ich schätze, so, es sind so etwa 3 Esslöffel Natron, die man der Zahnpasta zufügen kann, wenn man das möchte. Viele haben vielleicht Angst, ich hatte auch erst Angst, dass das zu grobe Putzkörperchen hat, was die Zähne zu sehr abschmirgelt und den Zahnschmelz angreift. Also es ist ja so, dass sich das Natron im Speichel auflöst. Und ich habe auch nochmal gegoogelt, das Natron hat so ein Putzkörperchen Härtegrad von 1 bis 2,5 und bei den regulären Zahnpasten, da sind die Putzkörper mit einem Härtegrad von 5 angegeben. Also, wie ich das heute mal mit dem Natron aus. Also hier ungefähr so ein Tütchen rein. Ich messe mal ab, ob das vielleicht so auf 3 Esslöffel hinkommt. Vielleicht sind es ein bisschen mehr. Also so circa 3 Esslöffel Natron. In der Tüte sind eindeutig mehr Esslöffel, 5 Esslöffel, 3. Gut. Dann, das Natron hat den Vorteil, dass es Mundgeruch reduzieren soll. Das soll das Zahnfleisch gesund erhalten und auch Karieshemmend wirken. Ebenso Karieshemmend ist das Xylitol, das Xylit. Wir haben das hier mal im Großpack bestellt, weil wir das auch zum Backen manchmal verwenden. Da nehme ich auch 3 Esslöffel. Ihr könnt auch 2 Esslöffel verwenden, je nachdem wie süß ihr das haben braucht. Da unsere Kinder die Zahnpasta mit verwenden. Nehme ich das jetzt mal mit 3 Esslöffeln, weil es besonders süß wird. Wenn man möchte, kann man hier einen Teelöffel Zimt ungefähr reinrühren, also von der Zimtrinde. Das wäre jetzt zu schnell entzündetem Zahnfleisch neigt. Für die kann das runterwirken. Ich nehme jetzt mal hier nicht so viel, weil das vielleicht die Kinder sonst im Geschmack so sehr irritiert. Was die Zähne weiß machen soll, ist ja das Kurkuma. Da nehme ich jetzt auch ungefähr einen Teelöffel voll. Damit es nicht zu penetrant rausschmeckt. So, jetzt rühre ich erstmal die Zutaten hier gut durch. Also die festen Zutaten hier. Ich kann das auch noch ein bisschen zerdrücken, damit das Xylitol auch wirklich fein genug ist. Wer möchte, kann noch ätherisches Öl mit hinzufügen, Pfefferminz oder Lavendel, je nachdem, was ihr da habt und was ihr mögt. Ich habe hier ein Orangenöl und ich mache jetzt mal nur 2 Tropfen rein. Ihr könnt da ruhig, wenn das jetzt so eine Zahnpasta ist für Leute, die keine Zahnpasta mehr verschlucken. Gut, es sind 3 Tropfen geworden. Also für alle großen Leute, die keine Zahnpasta mehr essen, so wie unsere kleinen. Bist du mit rühren? Bist du rühren? Rühr mal durch. Die Mama. Also ich wollte euch sagen, ihr könnt, wenn ihr keine Zahnpasta mehr isst und verschluckt, auch so 10 bis 15 Tröpfchen ätherisches Öl mit reinmachen, wenn ihr das möchtet. Für den Geschmack, für den Geruch. Hier haben wir jetzt noch das Kokosöl, Rohkostqualität. Und da möchte ich 3 Esslöffel hineingeben. Komm, wir tauschen mal bitte die Löffel. Kann ich dir mal den kleinen geben? Dankeschön. Geil. 3 Esslöffel
Kokosöl. Öl? Ja. Pass auf, pass auf. Schwimmst du hier unten? Gut, und die kleine Maus hilft mir, die gibt mir auch noch was. So. Einmal, bitte. Einmal, dann machen wir einen Deckel drauf, ja? So, das sind jetzt ungefähr 3 Esslöffel. Und jetzt rühren wir das Ganze durch, bis es relativ gleichmäßig aussieht. Und naschen davon nicht ganz so viel. Und klappern bitte auch die Mama nicht so sehr voll. Gut, ich sag mir jetzt, mit Kindern dauert das alles ein bisschen länger. Aber wenn die Kinder Spaß dran haben, die Zahnpasta selbst herzustellen, dann kann ich mir vorstellen, dass das Zähneputzen an sich auch mehr Spaß macht, wenn man das ja mit diesem Zahnpasta selbst herstellen. Wenn man das eben mit den Kindern zusammen macht, macht das Zähneputzen meistens mehr Spaß. Und ist schöner motiviert vielleicht. Du brauchst sie gar nicht erst irgendwie besonders motivieren. So, jetzt wird das ja schon schöner. Und die Sonne scheint auch gerade gut drauf. Da wird das Kokosöl schnell flüssig. Können wir das noch einfüllen? Schau mal. Willst du das mal der Eider zeigen? Zeig's mal der Eider. Die holt Sand und Wasser ist dort auf. Gib's mal der Eider. Wow. Nein. So, die Zahnpasta ist jetzt fertig. Ich fülle Du musst es gleich kosten. Ofen, Mund voll. Wie schmeckt's? Das knuschelt zumindest schön an den kleinen Zähnchen hier. Und es wird nicht wieder ausgespuckt, also. Interessanter Geschmack. Das Natron schmeckt man eben raus. Mal schauen, ob es die Kose auch annimmt. So, wir füllen das ab, machen das Gras hier mal noch raus. Ich verschenke noch einen Löffel. Also würden wir jetzt beständig in einem warmen Gebiet wohnen oder wäre es in unserem Badezimmer relativ warm immer, dann wird man das wahrscheinlich im Kühlschrank lagern. Dankeschön. Und weil das Kokosöl eben flüssig wird. So, jetzt machen wir noch den Deckel drauf. Unsere Zahnpasta ist fertig. Wenn es eben zu flüssig wird, dann rührt ihr es einfach durch oder schüttelt es mal. Und dann ist eure Zahnpasta ja, in der Kälte wieder relativ schnell fest.